Als erstes bringt Bubblesort den größten Wert an die letzte Position, die mit I bezeichnet ist. Bubblesort geht aber dabei anders vor als Selection Sort, nämlich der bislang im Durchlauf größte gesehene Wert wird nicht markiert, sondern immer durch Tausch zweier unmittelbar nebeneinander stehender Werte quasi mitgeschleppt. Da 4 größer als 2 ist, wird 4 mitgeschleppt, das heißt, die 2 und die 4 werden vertauscht. Die 4 ist größer als die 1, also wird die 4 weiter mitgeschleppt, indem die 4 und die 1 getauscht werden. Jetzt wird langsam deutlich, was eingangs gesagt wurde. Die 4 ist der größte bislang gesehene Wert und wird mitgeschleppt. Jetzt werden die 4 und die 3 getauscht. Und weiterhin ist die 4 der größte gesehene Wert, die 4 und die 3 werden getauscht. Die 4 und die 7 werden natürlich nicht getauscht, sondern ab jetzt ist die 7 der bislang größte gesehene Wert. Jetzt wird natürlich die 7 weiter getauscht. Und schließlich wird die 7 an die letzte Position getauscht. Und der erste Durchlauf ist fertig. Dieses Durchtauschen erinnert vielleicht ein bisschen an das Aufsteigen einer Blase, daher Bubblesort. Zu Beginn des zweiten Durchlaufs wird erst einmal die 2 vorwärts getauscht. Dann geht es mit der 3 weiter. Weiter mit der 3, kein Tausch. Jetzt geht es mit der 4 weiter. Und weiter. Weiter mit der 4 durch Tausch mit der 2. Und damit ist der zweite Durchgang beendet. Der dritte Durchgang beginnt mit der 2 und setzt sich fort mit der 3. Und weiter. Jetzt weiter mit der 4. Durch Tausch weiter mit der 4. Der vierte Durchlauf beginnt mit der 2. Und geht weiter mit der 3. Und weiter. Und durch Tausch kommen die 3 an die richtige Position. Fünfter Durchlauf. Und jetzt noch ein Tausch. Sechster Durchlauf. Und schon wieder zu Ende. Siebter Durchlauf. Und gleich wieder zu Ende. Wie Selection Sort ist auch Bubble Sort nach Ende des 1 Durchlaufen fertig. Die Sequenz ist sortiert. Der Algorithmus ist iterativ. Nach i größer gleich 0 Iteration ist die Sequenz eine Permutation der Ausgangssequenz, sodass die letzten i-Positionen korrekt mit den i-größten Werten in aufsteigender Reihenfolge belegt sind. Diese Invariante garantiert, dass am Ende, wenn i gleich der Länge der Sequenz ist, diese Sequenz eine aufsteigend sortierte Permutation der Ausgangssequenz ist. Damit die Invariante von Anfang an gilt, ist bei diesem Algorithmus gar nichts zu tun. Um die Invariante durchzuhalten, wird in der ith Iteration der höchste Wert unter den noch nicht korrekt platzierten Werten schrittweise bis zur ith letzten Position durchgebabbelt. Anzahl der Iterationen ist gleich Länge der Sequenz minus 1. Das Durchbabbeln ist linear an der Anzahl der durchlaufenden Werte. Auch wenn in jeder Iteration immer nur ein Teil der Sequenz durchlaufen wird, im Durchschnitt sind diese Teilsequenzen ungefähr halb so lang wie die Eingabesequenz. Insgesamt kommt also quadratischer Aufwand heraus. Nach j größer gleich 0 Iterationen steht an Position j das größte Element im Indexbereich 1 bis j. In der nächsten Iteration werden die Elemente an der j und an der j plus ersten Position verglichen. Und wenn das an der j Position größer ist, werden die beiden Elemente vertauscht.